Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Es ist alles noch viel schlimmer. Entschuldigung, ich kann es gleich sagen. Aber am allerschlimmsten ist eigentlich, dass ich jetzt gerade referieren muss zu einer Zeit, wo, wenn man Mathematikaufgaben machen würde, Sie im Laufe des Tages am meisten Fehler machen würden, wie Sie das hier sehen. Es sind zwei Datensätze von 1907 und 1957. Wie gut macht man Mathematikaufgaben? Also am Vormittag um 10 ist man sehr gut. Jetzt so um zwischen 2 und 3 hat man das Suppenkoma noch nicht hinter sich und deswegen geht es schlecht. Man kann die Kurve auch umdrehen. Also wann macht man die meisten Fehler? Das sehen Sie hier. Der Geist macht Fehler, Lesefehler, die Sterberate nimmt auch gerade wieder zu. Und nur die Verantwortlichen wissen, warum jetzt gerade ich hier einen Vortrag halten soll. Ein Arzt ist auf jeden Fall da. Wann immer ich zwischen 2 und 3 einen Vortrag anfangen muss, kommen die Folien. Ich fange mit einer uralten Folie an. Das ist, kennt ihn jemand? Herr Leibniz, genau. Wofür ist er bekannt? Nein, nicht die Kekse. Der ist einer der Erfinder, der andere heißt Newton, der Integral- und Differentialrechnung. Und der Leibniz war ja extrem schlau, 18.000 Briefe mit ganz Europa korrespondiert. Und der wusste eigentlich trotzdem über das Gehirn gar nichts. Der wusste gerade mal, es gibt eins, mehr nicht. Er wusste nichts über Nervenzellen, nichts über Synapsen. Aber er hat im Jahr 1700 in einem monatlichen Auszug aus allerhand neu herausgegebenen nützlichen und artigen Büchern, im Januar 1700, hat er Humes Abhandlung über den menschlichen Verstand kritisiert, Buchkritik geschrieben. Und da steht unter anderem drin, im Gehirn geschieht viel, von dem wir einerseits nichts bemerken, das andererseits jedoch in Summe einen deutlichen Effekt hat. Schöner kann man sagen, dass es das Unbewusste gibt, kann man es nicht ausdrücken. Und nochmal, das war Leibniz, 200 Jahre vor Freud und über 300 Jahre vor heute. Ja. Und dann sagt er noch was, das ist wieder genauso schlau. Die Summe all dieser Summen nenne ich Person. Das stimmt noch einmal. Ja. Heute wissen wir ganz viel über Neuronen. 100 Millionen haben Sie in Ihrem Kopf. Ja. Und deren Verbindungen, das sind 1 Million Milliarden, also 10 hoch 15. Und wir wissen, und das ist die wichtigste Erkenntnis aus der Gehirnforschung, dass die sich ändern, wenn sie benutzt werden. Also das Hirn ändert sich, also seine materiellen Eigenschaften, ja, da entstehen neue Verbindungen, wenn Sie Ihr Gehirn benutzen. Egal, ob Sie denken, fühlen, wollen, handeln, irgendwas mit planen, irgendwas mit Ihrem Gehirn machen, Emotionen erleben, in Ihrem Gehirn passiert irgendwas. Und das ändert die Konnektivität, also die Verbindungen zwischen Nervenzellen. Die Materie ändert sich. Ja. Und das ist die wichtigste Erkenntnis überhaupt aus den letzten 50 Jahren Gehirnforschung. Ich kann mich noch erinnern, ich habe vor gefühlten 100 Jahren, aber es ist jetzt gut 40 Jahre her, Medizinstudium. Wir haben das, also heute lernen die Schüler, wie eine Synapse funktioniert in der Oberstufe in Biologie. Ich habe das im ersten Semester Medizin, wo wir eben auch Biologie hatten, gelernt. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe damals meinen Professor gefragt, sagen Sie mal, so eine Synapse, da passiert ja chemisch einiges und das dauert ja auch Zeit. Und wenn der Impuls einfach nur am Axon langläuft, da geht es elektrisch, braucht also weniger Energie, weil es wirklich elektrisch geht und nicht chemisch und braucht auch viel weniger Zeit, weil die Chemie braucht ja eben auch Energie und Zeit. Ohne Synapse wäre es also viel geschickter, effizienter als mit. Wozu also Synapsen? Und die Antwort damals, halt deinen Mund. Also schon ein bisschen so, dass ich mich gewundert habe, aber der war ein bisschen ungehalten. Und warum das so war, ist im Grunde im Nachhinein völlig klar. Ja. Zu der Zeit, 1977, 78, da gab es noch, da wusste man nichts über Synapsen. Also man wusste, die gibt's. Aber worum es die gibt, da gab es Theorien, aber man hat eigentlich keine Ahnung, wenn man ehrlich ist. Ja. Und die wichtigste Erkenntnis seither ist, wir wissen, worum es Synapsen gibt. Ja eben, weil die sich ändern können. Und diese Änderung, die hat auch einen Namen, man kann es Neuroplastizität nennen, man kann es aber noch viel einfacher, Lernen nennen. Dass also das Gehirn gar nicht anders kann, als ständig zu lernen, weil was immer ich mit dem Gehirn mache, das ändert sich. Das nur als Vorrede.
Und ich finde es schon bemerkenswert, dass jemand, der im Grunde genommen, worum geht es beim Integrieren? Sie addieren. Und was sie da addieren, ist immer weniger, bis sie am Ende unendlich viel, unendlich Kleines addieren. Darum geht es ja beim Integrieren. Ja? Und damit hat sich der Leibniz natürlich beschäftigt, ohne Ende. Und dem war plötzlich klar, das kann man machen. Und da kommt auch was raus. Wenn Sie ein Integral berechnen, kommt am Ende 17,3 oder 29,5 raus. Das ist eben die Fläche unter dieser Kurve der Funktion. Und damit war dem klar, hier oben passiert viel. Und noch einmal, der wusste gerade mal, es gibt ein Hirn. Aber er konnte integrieren und damit war ihm klar, da passiert ganz viel, ganz Kleines. In der Summe hat es einen Effekt. Und diese Summen der Summen, also nochmal Integration über alle möglichen Dinge, die da oben passieren, nenne ich Person. Exakt das wissen wir heute auch. Ja? Wir haben es vorhin gehört, die Gene machen den Charakter, aber... die Persönlichkeitszüge, also Cloninger, ja, das Leben macht dann den Charakter. Hätte Leibniz auch schon so gesehen, wenn er was gewusst hätte über Genetik. Erste Neuroinformatiker, interessant, man kann Neuroinformatiker sein, ohne dass man weiß, dass es Nervenzellen gibt, aber für Leibniz trifft das auf jeden Fall zu. Mein Thema, ich möchte vieles rasch abhaken und dann bei manchem in die Tiefe gehen. Ja. Das Thema ist Risiken und Nebenwirkungen. Also ich muss vielleicht noch eins sagen, natürlich habe ich meinen eigenen Computer mit. Ich habe sogar ein Smartphone. Ja. Und das sind Werkzeuge. Und die Werkzeuge, also Medizin, weiß jeder von uns. Medizin geht nicht ohne Computertomographie, sprich geht auch nicht ohne Computer. Und Wissenschaft geht sowieso nicht ohne Internet, wenn man was sucht, recherchiert und so weiter. Dann brauchen wir das alle und das sind super Werkzeuge. Das ist geschenkt. Ja. Herr Spitzer, können Sie mal was Positives sagen? Ja, habe ich hiermit. Also, da könnte ich auch noch eine Stunde drüber reden, was man alles machen kann. Und so. Ist ja alles toll. Ja. Aber in der Medizin gibt es auch eine ganz klare Sache oder eine ganz klare Weisheit, nämlich überall da, wo es Wirkungen gibt, da gibt es auch Nebenwirkungen. Also wenn Ihnen mal Ihr Hausarzt sagt, kannst du bedenkenlos nehmen, hat keinerlei Nebenwirkungen, dann können Sie es auch bedenkenlos nicht nehmen, weil es auch keine Wirkungen hat. Ja, ist auch wichtig. Ja. Alles, was wirkt, hat Risiken und Nebenwirkungen. Und über die wird, was digitale Medien anbelangt, eigentlich kaum geredet. Und wenn man darüber redet, dann ist man von vorgestern und will in den Urwald zurück und also, weil es ist alles Unfug. Das will ich alles nicht. Ich will aber trotzdem, ich bin Arzt und beschäftige mich eben unter anderem mit Risiken und Nebenwirkungen, und zwar körperlichen und geistigen. Ich fange mal mit den körperlichen an, ja? Dass man Haltungsschäden bekommen kann, Smartphone-Damen, Smartphone-Nacken oder Übergewicht, weil wenn man vor dem Bildschirm sitzt, bewegt man sich weniger. Und dass man, wenn man schlecht schläft, das kommt da unten Schlafstörungen ja eben auch, dass man dann eine prädiabetische Stoffwechsellage entwickeln kann mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit, dass also der schlechte Schlaf unter anderem zu mehr Diabetes führt, das wissen wir heute auch. Wenn das Ding klingelt oder mich anderweitig emotional durcheinander bringt, kann mein Blutdruck hochgehen. Es gibt Kurzsichtigkeit, Stress und Risikoverhalten, und zwar im Straßen- und Geschlechtsverkehr. Das hier, wenn Sie deutsche Autobahnen entlangfahren, dann sehen Sie, haben Sie früher Plakate gesehen, kein Alkohol beim Autofahren. Heute sehen Sie ein Smartphone und drunter steht Tipp, Tipp, tot. Weil das Ding den Alkohol als Unfallursache Nummer 1 bei jungen Leuten abgelöst hat im Straßenverkehr. Das finden Sie auch selten in der Zeitung, aber es ist so. Ja. Und dann ist es so, dass zum Beispiel diese Geo-Social Networking Apps, Hookup-Apps heißen sie auch, ja, Tinder, Grindr und wie sie alle heißen. Tinder allein, so eine Dating-App, macht 15 Millionen Mal Gelegenheitssex pro Tag. Das kann eines nicht haben, keine Auswirkungen auf die Verbreitung von Geschlechtskrankheiten. Und das ist auch mittlerweile untersucht in entsprechenden Kliniken, die dafür zuständig sind. Wer diese Dinge benutzt, der hat ein höheres Risiko, daran zu erkranken. Und zwar an allem, was es da gibt. Und das Robert-Koch-Institut, die WHO auch, haben entsprechende Daten. In den letzten paar Jahren gehen alle, die man so kennt und die so übertragen werden, so rauf. Also das ist auch bekannt und die Kausalität ist auch etabliert. Das sage nicht ich, das können Sie nachlesen. Ich möchte mal in einer Sache ein bisschen in die Tiefe gehen, nämlich Kurzsichtigkeit. Wie kommt es denn dazu und was ist da zu sagen? Naja, viele Kleine sitzen eben schon am digitalen Endgerät. Warum ist es bedeutsam? Das Ding hier,
hat drei Eigenschaften. Erstens, es ist das meist verbreitetste digitale Endgerät auf der ganzen Welt. Hat sich auch am schnellsten verbreitet. Und wenn Sie die Anzahl der Nutzer googeln, finden Sie irgendeine Zahl zwischen so 3,5 und 5,5 Milliarden. Also das Ding ist einfach am verbreitetsten. Gleichzeitig ist es das Ding, was jeder einzelne Nutzer von allen digitalen Endgeräten, PlayStation, also Spielekonsole, Tablet, PC, Video, am meisten benutzt. Das hat ja schon zum Teil das Fernsehen, YouTube, Leitmedium für Bewegtbilder abgelöst. Die Leute gucken Katzenvideos hier drauf und nicht auf dem Fernseher. Das ist eine Spielekonsole. Das ist auch ein kleiner Computer. Deswegen wird es, und dann kann man es immer noch mit sich rumtragen. Deswegen wird es weltweit auch von jedem Einzelnen am meisten genutzt. Und drittens, und das wird oft gar nicht bedacht, es ist auch das Kleinste. Es hat den Vorteil, dass man es immer mit sich rumtragen kann. Hat den Nachteil, dass man es immer kurz, also ziemlich nah vor den Augen hat. Und bei den Augen muss man jetzt eines wissen. Das ist ein normales, Entschuldigung, 8. Klasse Biologie, das kennen Sie, das ist ein normales Auge. Und das ist eins, das ist ein bisschen zu lang. Und deswegen braucht man eine Brille, wo die Strahlen schon ein bisschen auseinandergebogen, damit sie dann hinten sich auch wieder treffen. Dieser Fall nennt man Kurzsichtigkeit. Wie kommt es dazu? Das ist ein Kinderauge. Kinderaugen sind zu klein, weswegen die auch noch unterm Strich ein bisschen unscharf sehen. Und jetzt müssen die wachsen. Und früher dachte man halt, naja, die wachsen halt einfach, bis sie scharf sind. Heute wissen wir, das hat man nebenbei schon, also die erste Publikation, die ich finden konnte über Schulkurzsichtigkeit, ist aus dem Jahr 1880 von einem Greifswalder Professor für Ophthalmologie, der schon den Lehrern erzählt hat, was sie da machen, nämlich wenn sie die Kinder anhalten, viel in Bücher zu lesen, ist, dass sie bei denen Kurzsichtigkeit erzeugen. Er hat dann viel Prügel von Lehrern bekommen, ist auch alles publiziert damals. Wichtig ist, wir wissen heute, der hatte recht. Erstens mal ist es bei den Praktikern in der Augenheilkunde lange, seit über 100 Jahren lange bekannt, dass es sowas gibt wie Kurzsichtigkeit, wenn man zu viel liest. Wie das kommt, wissen wir auch. Das hat ein Tübinger Ophthalmologe vor etwa 30 Jahren rausgekriegt. Der hat Küken nach dem Schlüpfen Brillen aufgesetzt mit Velcro, damit sie nicht runterfallen. Verschiedene Stärke, Konvex- und Konkavlinsen. Und dann nach dem Großwerden der Küken die Länge des Augapfels gemessen und fand heraus, die hängt von der Brille ab. Weil nämlich Folgendes der Fall ist, unser Auge wächst nicht einfach nur irgendwie und hört irgendwann damit auf. Nein, es wächst genau so lang, bis das Integral der Bilder, was so tagsüber drauf fällt, scharf ist. Das ist natürlich genial. Ja? Augen wachsen, bis sie scharf sind. Werden also nicht zu kurz und nicht zu lang. So, und dumm ist dann, wenn Sie dauernd in die Nähe gucken. Dann schneiden sich nämlich die Strahlen weiter hinten. Und dann wird Ihr Auge zu lang und das nennt man Kurzsichtigkeit. Das Lesen von Büchern ist heute kein Problem mehr, weil in Deutschland zumindest lesen die Jugendlichen etwa 15 Minuten am Tag ein Buch. Das ist untersucht. 15 Minuten am Tag macht nichts. Aber es gibt nun mal andere Dinge, wie zum Beispiel das hier, das nennt man nah an die Augen ran, ja? Näher als ein Fernseher oder eine Playstation oder irgendwas anderes. Und die Nutzung davon ist, je nachdem, wo Sie gucken, so zwischen 3 und 6 Stunden am Tag. Nur das. Also Südkorea, eins der Länder mit der meisten Smartphone-Nutzung, die Jugendlichen nutzen ihr Smartphone dort 5,4 Stunden am Tag. Da kommt dann noch die Playstation, der Videorekorder, die Spielekonsole, der Computer und der Tablet-Computer obendrauf. Und hat das Konsequenzen? Ja, es hat Konsequenzen. Das ist ein Artikel, da haben einfach mal europäische Augenärzte ihre Daten zusammengeworfen, 2015 publiziert. Wie hoch ist denn die Kurzsichtigkeit in Europa? Normalerweise ist sie 1-5%. Also es gibt immer Kurzsichtige, die halt als Kind wirklich viel in die Nähe geguckt haben oder so, klar. Mittlerweile ist es aber so, dass in Europa bei den unter 20-Jährigen die Häufigkeit etwa 30% ist von Kurzsichtigkeit. In China 80%, in Südkorea mittlerweile bei etwa 95%. Das nennt man Pandemie. Ja, eine Pandemie von Kurzsichtigkeit. Jetzt kann man sich fragen, ja, was kann man denn tun? Nun, wichtig ist vielleicht, sich klarzumachen, hier geht es um die Beeinträchtigung einer normal verlaufenden Entwicklung im Sinne von, sie verläuft eben nicht mehr normal.
Weil normalerweise entwickelt sich das Auge, wenn man in die Ferne guckt, und dann kriegt man scharf sehende Augen. Wenn Sie aber zu viel in die Nähe gucken, dann wird das Auge zu lang, es wird also dadurch deformiert. Und das ist ungünstig, denn Kurzsichtigkeit, weil das Auge deformiert ist, ist ein Risikofaktor für die vier häufigsten Ursachen von Erblindung. Grauer Star, grüner Star, Makuladegeneration und Netzhautablösung. Also wenn mit dem Auge was nicht ganz stimmt, ist das Risiko zu erblinden höher. Und die Dosis macht das Gift. Richtig hingucken können Sie eigentlich nicht. Ja, Sie, so wenig wie möglich hingucken. Ja. Und wir müssen Kinder und Jugendliche schützen. Zwei Beispiele. Die südkoreanische Regierung, das war schon vor einigen Jahren so, dass die gesagt haben, es kann jetzt sein, dass wir 30% Smartphone-Süchtige haben, hatten die, und 95% Kurzsichtige. Das wollen wir nicht. Also haben die Gesetze gemacht. Wenn einer unter 19 ist, in Südkorea wird man mit 19 erwachsen, und er kauft ein Smartphone, müssen auf das Smartphone, muss da Software installiert werden, die Folgendes bewirkt. Wenn Sie Ihr Smartphone anmachen, kommen Sie nicht auf Pornoseiten und auf harte Gewalt auch nicht. Zweitens, es wird die Zeit gestoppt, wie lange Sie Ihr Smartphone nutzen, und wenn die Nutzung am Tag einen bestimmten Wert überschreitet, dann kriegen Ihre Eltern automatisch eine Benachrichtigung. Kümmert euch besser um euer Kind, das ist zu viel am Smartphone. Drittens, die Spieleserver, deren Zugang wird ab Mitternacht vom Smartphone abgeschaltet. Sie können nicht die Nacht durchspielen, World of Warcraft oder Fortnite, was die jungen Leute heute machen. Geht in Südkorea nicht. Also man versucht, die schlimmsten Auswirkungen zu verhindern. Und nochmal, Samsung ist aus Südkorea und die bauen die meisten Smartphones der Welt. Apple verdient am meisten, Samsung baut die meisten. Und deswegen ist Südkorea, ist, wenn man so will, Samsung-Country. Ja? Die bauen die meisten Smartphones. Und was machen sie? Sie schützen ihre nächste Generation vor den schlimmsten Auswirkungen. China hat in diesem Jahr ein Smartphone-Verbot an allen Schulen eingeführt. Und aus der Mitteilung der Regierung geht hervor, dass Folgendes, die haben sich Folgendes überlegt. 80% Kurzsichtigkeit in China mal 1,3 Milliarden Chinesen, ist so eine gute Milliarde Chinesen. Und wenn Sie jetzt auch nur 5% der Entwicklung von Erblindung haben im Alter, also auf längere Sicht hin, nur 5% von einer Milliarde sind 50 Millionen Blinde. Und da hat die Regierung entschieden, das geht nicht. Wir verbieten das Ding an den Schulen und geben die Losung aus, dass Kinder alle anderthalb bis spätestens zwei Stunden 20 Minuten Pause machen müssen. In denen müssen sie rausgehen, denn draußen ist das Licht heller. Und jeder, der von Ihnen mal früher fotografiert hat mit dem richtigen Fotoapparat, der weiß, dass man die Blende, wenn man die klein macht, dass dann die Bilder schärfer werden. Und wenn Ihr Auge draußen ist, dann geht die Blende zu, das heißt, die Pupille wird kleiner und dann werden die Bilder schärfer. Das heißt, die Chance, dass Ihr Auge kapiert, hey, hier sehe ich scharf, erhöht sich, weswegen es eher aufhört zu wachsen. Gleichzeitig gucken Sie draußen auch noch in die Ferne und damit vermindern Sie die Wahrscheinlichkeit, dass Sie selbst kurzsichtig werden, auch wenn Sie nachher wieder auf Ihr Smartphone gucken. Und deswegen hat die chinesische Regierung nochmals Smartphones an allen Schulen verboten und die Pausenregelung eingeführt, 20 Minuten rausgehen, um die Kinder vor dieser Entwicklung zu schützen. Bei Ihnen besteht kein Handlungsbedarf. Also Augen entwickeln sich so bis Mitte 20. Und wenn Sie über Mitte 20 sind, dann können Sie so lange auf Ihr Smartphone gucken, wie Sie wollen. Ihre Augen sind fertig und damit können Sie denen auch nicht mehr schaden. Ja? Aber wichtig, solange sich irgendwas gesund entwickelt und Sie interferieren mit der Entwicklung, da geht was schief. Und das ist auch unwiederholbar, wenn es schief, wenn Sie kurzsichtig sind, sind Sie kurzsichtig. Punkt, da aus, da können Sie nichts mehr zurückdrehen. Ja, Sie können lasern und Sie können operieren, alles Mögliche. Aber das Auge ist verbogen und das erhöhte Risiko für Erblindung, das haben Sie nun mal. Nimm mal was anderes, Schlafstörungen. Auch nur ganz kurz, ist das ein Problem? Nach einer großen Untersuchung, ist die hier aus Norwegen, an knapp 10.000 jungen Leuten zwischen 14 und 17, ist es ein Problem. Das ist nämlich die Nutzung in der Stunde vor dem Schlafengehen von digitalen Endgeräten. Nebenbei, das ist eine skandinavische Grafik. Woran sehen Sie das? Die Mädchen sind die blauen Säulen. Die Jungs sind die Grünen. Man kommt da als Deutscher leicht durcheinander, weil bei uns ist alles noch politisch unkorrekt. Die Mädchen sind rosa, die Jungs blau. Und hier sehen Sie die höchste Säule, das sind die Mädchen, sie sind am Telefon. Ja.
chatten meistens, also Textnachrichten. Die Jungs, die sind vor allem an der Spielekonsole, da sehen Sie, ist die grüne Säule höher. Das zeigt Ihnen auch, dass die Daten valide sind, denn bei allen Untersuchungen, die halbwegs ihr Geld wert sind, kommt raus, dass die Mädchen vor allem in sozialen Medien unterwegs sind und die Jungs vor allem ballern. Das kam hier auch raus. Wichtig ist, wenn Sie das zusammenzählen, dann sind die über 100% abends nochmal irgendwie am digitalen Endgerät. Und das ist nicht zuletzt deswegen ein Problem, weil das Licht, das von digitalen Endgeräten kommt, das ist die blaue Kurve, die zeigt einfach die Spektralverteilung an, ist im Blaulichtbereich am stärksten. Die schwarze Kurve ist Tageslicht, die rote Kurve ist Glühlampen- oder Kerzenlicht. Und wir sitzen ja schon als Menschheit seit 2 Millionen Jahren am Feuer, weswegen wir gelbes Licht, das bringt unseren Schlaf nicht durcheinander. Blaues Licht schon. Vor 2 Jahren gab es dafür einen Nobelpreis. Wir haben im Auge einen Blaulichtrezeptor, mit dem sehen wir nicht. Dessen Output, wenn er Blaulicht meldet, geht direkt zur inneren Uhr. Und da sagt er, hey, es ist Tag. Wenn es abends um 11 Tag ist, dann muss es morgens um 7 noch Nacht sein, wenn man die Uhr entsprechend verstellt hat. Und zweitens, in großen Studien, das ist nur eine, die ich mitgebracht habe, wo man das mal untersucht hat, kommt raus, dass wenn man eben tagsüber und vor allem abends vor dem Schlafengehen Zeit am Bildschirm verbringt, dann bewirkt das dosisabhängig bis zu 2 Stunden weniger Schlaf in der Nacht. Und das heißt, also erstmal, das betrifft Sie auch, also jedes Alter. Richtig hingucken geht auch wieder nicht, weil das Blaulicht ist nun mal da. Nebenbei, dafür gibt es einen Technical Fix, kennt ja jeder, ab iOS 9.3 bei Apple und bei Android gibt es das auch. Gibt es eine App, die heißt Night Shift, die können Sie aktivieren, dann schalten Sie praktisch die blauen Lichter aus, die auf Ihrem Bildschirm sind und dann sehen Sie alles nur noch so rötlich-gelblich, also bräunlich. Und das klappt tatsächlich, also das Blaulicht macht dann nicht mehr eine Beeinträchtigung der inneren Uhr und es macht auch nicht mehr eine Abschaltung der Melatoninfreisetzung, die normalerweise, sobald es dunkel wird, in Ihrem Kopf passiert. Das heißt, Ihr Hypothalamus schüttet Schlafhormon aus, wenn es dunkel ist. Das zerschießen Sie sich mit einem blauen Bildschirm, wenn Sie das Blaulicht wegmachen, nicht mehr. Problem ist, nicht nur das blaue Licht, denn wenn Sie zum Beispiel als Junge ballern und sich gegen Monster wehren oder als Mädchen erfahren, dass ihr Beziehungsstatus sich gerade geändert hat, dann schlafen sie auch schlecht und dafür gibt es keinen Technical Fix. Weswegen die Nutzung der digitalen Endgeräte, gerade wie sie bei Jugendlichen erfolgt, eben auch aufgrund der emotionalen Beanspruchung den Schlaf zum Teil raubt, nicht nur aufgrund des Blaulichts, weswegen die Blaulichtabschalter-Apps nur einen Teileffekt haben. Aber man muss ganz klar sagen, dass es nicht gut ist, abends nochmal auf sein digitales Endgerät zu gucken. Und wieder ist es aber trotzdem bei Kindern besonders wichtig. Warum? Weil die noch in der Schule sind. Und wenn die morgens 2 Stunden so wenig geschlafen haben, dann sind die nun mal müde. Fragen Sie mal Lehrer, was morgens mit unseren Schülern heute los ist. Die sind alle müde, weil sie gerade nachts zu viel vorm Smartphone oder vor irgendeinem anderen digitalen Endgerät verbracht haben. Das Dumme ist, dann lernen sie weniger. Und das ganz Dumme ist, in der nächsten Nacht schlafen sie wieder zu wenig. Und was machen wir nachts? Wir konsolidieren unser Gedächtnis, das heißt, wir verfestigen das am Tag neu Gelernte. Für Kinder trifft also heutzutage zu, die lernen weniger und in der nächsten Nacht verfestigen sie das bisschen, was sie gelernt haben, auch weniger. Das nennt man mittlerweile Bildungskatastrophe, denn es wird unterm Strich viel weniger gelernt. Und in Deutschland ist es so, in Österreich ist es sicher besser, aber in Deutschland ist es so, dass die Mathematik, der Deutsche, der im Abitur in Mathe eine 2 hat, der kann keine Prozent- und keine Bruchrechnung mehr. Das sage nicht ich, das weiß man. Und deswegen haben auch über 350 Mathematikprofessoren an 16 Kultusminister geschrieben, hey, pass mal auf, das geht nicht. Die kommen zu uns und wollen Mathe studieren und wissen nicht, was ein Bruch ist. 40% von 60 können die nicht. Und haben in Mathe Abitur, und zwar eine 2. Sonst würden sie sich eh gar nicht trauen, Mathe zu studieren. Also wir haben eine Bildungskatastrophe. Definitiv. Wird klein geredet und schön geredet von den Politikern, aber wir haben sie. Sie können heute nicht die gleichen Klassenarbeiten schreiben wie vor 20 Jahren, kriegen sie nur 5 und 6. Egal in welchem Fach. Nun bin ich Psychiater und rede eigentlich noch viel lieber über diese Dinge, nämlich über die Probleme, gesundheitlichen Probleme, die es in meinem Fachgebiet gibt. Ja.
Fangen wir mal mit Sucht an, weil ich da immer wieder gehört habe, ja auch in Diskussionen, in Talkshows, Spitzer, nicht stoffgebundene Suchten, das gibt's doch gar nicht. Das ist ein Marketing-Gag der Psychiater. Die wollten einfach wieder neu und noch mehr Patienten haben und. Nein, das ist falsch. Die WHO hat es mittlerweile sogar anerkannt, wie Sie wahrscheinlich auch gehört haben. Und Sucht kann ein Problem sein. Das sind die neuesten Daten aus Deutschland. Wir haben 465.000, bei denen es wirklich nicht gut aussieht. 2 Millionen Risikokranke. Das sind Zahlen von 2019. Nur ganz kurz, schlaglichtartig. Das ist das erste Bild, was man vom suchtkranken Gehirn je gemacht hat. 1997 publiziert, hat man Kokainsüchtige, die auf Cold Turkey waren, in die Röhre gelegt, damals noch mit PET, und entweder Kokain gespritzt oder Kochsalz gespritzt. Und was Sie hier sehen, ist der Unterschied in der Hirnaktivierung bei Kokain im Gegensatz zu Kochsalz. Und da sehen Sie hier eine subkortikal gelegene Struktur leuchten, also vermehrt aktiviert bei den Suchtkranken unter Kokain. Nebenbei, dass die Studie erlaubt war, ist das Verrückteste. Ja. Wissenschaftler spritzen kokainsüchtigen Kokain zum Wohle des Erkenntnisfortschritts. Ja. Das ist schon heftig, aber es wurde eben erlaubt, Gott sei Dank, weil man hier zum ersten Mal was ganz Wichtiges gefunden hat, nämlich es gibt eine Struktur, die eben bei Sucht involviert ist. Nebenbei noch was ganz Wichtiges, wer von jetzt kokainsüchtig, Hand hoch? Sehen Sie, das war jetzt das Problem. Denn wir alle haben das Ding im Kopf. Und natürlich nicht, um kokainsüchtig zu werden. Also ist es auch nicht unser Kokainsuchtzentrum. Natürlich nicht. Kann es gar nicht sein. Und damals war völlig unklar, ja, was macht es denn bei uns, bei normalen Leuten? Das haben wir sehr gut rausgefunden. Also da war sogar meine Arbeitsgruppe mit beteiligt in den letzten 20 Jahren. Was macht das Ding denn? Und unterm Strich ganz kurz gesagt, hat was mit Motivation, mit Freude, mit Neugier und ganz viel mit Lernen zu tun. Und das ist der Zweck von dem Ding. Man kann es auch mit Kokain anmachen, dann will man aber sonst nichts mehr. Schon gar nichts lernen, ist auch schon gar nicht mehr motiviert für irgendwas anderes. Und das ist das Problem von Sucht. Darauf will ich gar nicht hinaus, da kann man lange drüber reden, weil es ganz interessant ist, weil wir das wirklich erst die letzten 20 Jahre rausgekriegt haben. Vorher wusste man da gar nichts. Ja? Aber nur eine kleine Sache am Rande. Es gibt eine schöne Studie, 2014 schon publiziert. Da hat man Leute gefragt, mittels standardisierter Fragebögen, die es längst gibt, ob sie Facebook-süchtig sind. Also wenn ihr nicht ran dürft, werdet ihr zittrig. Und es gibt x Fragen, die man stellen kann, um rauszugehen, ob jemand Facebook-süchtig ist. Und da hat man gefunden, ja, es gibt da Leute, die sind mehr oder weniger Facebook-süchtig. Dann hat man die Leute in die Röhre gelegt und hat ihnen das F von Facebook gezeigt. Kontrollbedingungen, man zeigt ihnen irgendwas anderes. Und dann guckt man, wo leuchtet es. Antwort, da. Und rechts sehen Sie den Zusammenhang zwischen Signal Change in the Stratum, das heißt also, wie viel reagiert das Ding, was Sie hier bunt sehen. Und hier auf der Achse ist angegeben, wie Facebook-süchtig jemand ist. Und da sehen Sie, das ist eine hohe Korrelation. Das korreliert tatsächlich. Also Sie sehen hier wirklich Facebook-Sucht abgebildet. Rechts Kokain, links Facebook. Nur für die Skeptiker, die sagen, das hat doch nichts miteinander zu tun. Die Neuroanatomie ist dieselbe. Wir reden von der gleichen Gehirnstruktur. Wie kann man da noch sagen, Herr Spitzer, das hat nichts miteinander zu tun? Kann man eben nicht. Angst, Depression. Ich rede jetzt nicht über Fear of Missing Out, FOMO oder No More Phone Phobia, dass man es verliert oder dass es mal wegkommt oder die Verbindungen gelöscht wird. Oder ich rede auch nicht über Mobbing. Ich will Sie nur auf eine Sache aufmerksam machen, die mich selbst sehr betroffen hat. Man wirbt sogar mit Angst. Schauen Sie mal, das ist eine Anzeige, die war auf mehreren Flughäfen, habe ich die gesehen, und zwar in der Business Class, riesengroß, und im Handelsblatt, da habe ich sie rauskopiert, auch mehrfach. Evolution lässt sich nicht aufhalten, deswegen mache ich mein Unternehmen fit für das digitale Zeitalter. Denkt sich ganz offensichtlich ein Mensch im Business-Dress mit so einer lockeren Aktentasche, der vor einem Skelett steht, was so ein bisschen aussieht wie ein irgendwie komischer Dinosaurier. Was wird hier gesagt? Entweder du machst mit oder bist weg vom Fenster. Und dann wird oft noch von disruptiven Prozessen gesprochen. Das Wort disruptiv ist dann auch für Marketingzwecke ganz handlich.
Weil, hey, wir haben da was Neues, das ist total disruptiv. Heißt, entweder du machst mit oder du wirst zerrissen. Denn Disruption heißt, man wird zerrissen oder zerreißt selber mit. Das ist, wie Sie unschwer erkennen, übelster Sozialdarwinismus der untersten Schublade, die schon 100 Jahre alt, fressen oder gefressen werden. Mach mit und friss lieber, sonst geht es dir halt schlecht. Und in dieser Gestalt, ganz fein, kommt dieser Sozialdarwinismus daher und macht Unternehmern Angst. Entweder du digitalisierst jetzt oder du bist in 2 Jahren weg vom Fenster. Dasselbe erlebt auf Unternehmertagungen, wo der Angstschweiß zu spüren war. Im gesamten Raum, weil die Leute über nichts als das geredet haben. Nun ist Angst kein guter Entscheidungshelfer und auch kein guter Lehrmeister. Und im Grunde genommen ist es ein Armutszeugnis für einen ganzen Industriezweig, wenn dem nichts mehr einfällt, außer mit Angst zu werben. Muss man sich mal klar machen. Ja? Mach mit oder bist weg. Es wird nicht gesagt, wir haben da ein neues Werkzeug, wir haben Möglichkeiten, die Arbeit zu erleichtern, wir haben Möglichkeiten, Prozesse zu optimieren. Nein, es heißt einfach nur, mach mit oder bist weg. Übler geht's nicht. Dass sie damit durchgekommen sind, ist heftig. Weil, wie gesagt, Disruption ist eigentlich kein Marketingwort, sondern also Gerhard Hauptmann, die Weber, das können Sie schon 1890 nachlesen. Der hat da schön drüber geschrieben, was passiert, wenn eine neue Technologie eingeführt wird und die Leute verhungern dadurch. Das war disruptiv. Ja. Nebenbei, ich war mir nicht sicher, was ist denn das für ein Skelett? Ein guter Freund von mir, der kennt sich da sehr gut aus, dem habe ich diese Frage gestellt, habe ihm das Bild mitgeschickt. Und er sagte, Manfred, dieses Bild ist eine Beleidigung für Elefanten. Denn was Sie hier sehen, ist ein ganz normaler afrikanischer Elefant. Also einer, der jetzt lebt. Und dann schrieb er noch dazu, das ist eine Beleidigung für Elefanten, denn es wird ja hier so getan, als seien die ausgestorben und wir nicht. Und wir müssten jetzt disruptiv sein, um das zu verhindern, dass wir aussterben. Fakt ist aber, dass es uns Menschen gerade mal 200.000 Jahre gibt, Elefanten etwa 60 Millionen Jahre, und zwar 3 Spezies. Und wenn wir so weitermachen, dann wird die eine, die von uns übrig geblieben ist, auch noch bald weg sein. Das war sein Kommentar. Beleidigung für Elefanten. Das fand ich noch nett. Herr Zuckerberg will uns immer klar machen, wie toll Facebook für uns ist. Die Fakten sehen anders aus. Große Studie aus den USA, da hat man, ich mache es ganz kurz, wenn Sie in Facebook sind, sind Sie hinterher mit einer höheren Wahrscheinlichkeit depressiv. Und da man Zeitreihenanalysen gemacht hat, ist klar, es ist nicht so, dass die depressiv sind, mehr in Facebook sind. Nein, sie sind erst in Facebook und dann depressiv. Und wenn Sie das über 2 Wochen verfolgen, dann nimmt Ihre Lebenszufriedenheit ab, je mehr Sie in Facebook waren. Es gibt andere Studien, die Dänen haben mal bei knapp 1100 Leuten randomisiert jedem zweiten eine Woche Facebook-Fasten verordnet und festgestellt, dass die eine Woche Facebook nicht verwenden durften, im Hinblick auf ihr Sozialleben nach einer Woche zufriedener wurden als die Kontrollgruppe, die nicht auf Facebook verzichten musste. Die Engländer haben eine große Studie gemacht, wo rauskam, dass Mädchen, die mit 13 mehr als 3 Stunden in Facebook sind, mit 18 die doppelte Wahrscheinlichkeit haben, depressiv zu sein. Auch eine große Studie. Die größte Studie, die es dazu gibt, kommt von Frau Twenge. Die hat auch 3 Bücher zu dem Sachverhalt geschrieben, eine amerikanische Psychologin. Die hat hier 2017 im November Folgendes publiziert. Hat erstmal gefunden, durch Analyse der Suizidraten in ganz Amerika, wird publiziert, braucht man nur die Zahlen sich kommen lassen und kann die analysieren, Folgendes gefunden, dass in den letzten 7 Jahren, vor 2017 eben, die Anzahl der Selbstmorde bei jungen Männern um 30% und bei jungen Frauen um 100% gestiegen ist. Also wir reden von erfolgten Selbstmorden bei jungen Frauen 100% gestiegen. Und dann hat sie noch auch sehr verdienstvoll Folgendes gemacht, bei einer guten halben Million, also hier steht irgendwo 506.820, 13- bis 18-Jährigen, hat sie einfach mal geguckt, wie viel Zeit verbringen die vor dem Bildschirm, und dann hat sie noch die Suizidalität erhoben. Muss ich Ihnen nicht sagen, Suizidalität ist ein psychiatrisches Konzept, betrifft die Wahrscheinlichkeit, dass sich jemand was antut. Von, haben Sie mal drüber nachgedacht, sagen manche ja, dann kann man weiterfragen, ja wie denn und was denn, und bis am Ende haben sie einen Strick in der Schublade und manche sagen ja, oder haben sie Medikamente schon gebunkert? Ja, also da gibt es Abstufungen. Jetzt hat sie eben die Suizidalität erhoben und die Bildschirmzeit und fand diesen Zusammenhang.
Sie hat auch noch andere in der Sozialpsychologie verdächtige Kontrollvariablen, Bildungsstand, Armut, Reichtum, das erhebt man auch mit, wenn man sowas macht. Und wenn Sie diese Variablen, die auch oft einen Einfluss haben, also Sie könnten auch sagen, das Gegenargument, Herr Spitzer, hier geht es um die Armen oder hier geht es um die Ungebildeten. Ja, wenn Sie Armut und Bildung erfasst haben, dann können Sie diese Faktoren rausrechnen. Das hat man gemacht. Rausgerechnet ist die hellgraue Kurve. Nicht rausgerechnet, einfach nur Bildschirmmedien und Sozialität in Verbindung gebracht, ist die schwarze Kurve. Und Sie sehen, das sind fast dieselben Kurven. Also was hier sich zeigt ist, nein, es ist nicht die Armut und es ist nicht die Bildung, es ist die Bildschirmzeit, die suizidal macht. Jetzt haben Sie eine Verdopplung von Suiziden bei den jungen Frauen, 30% bei den jungen Männern, und Sie haben einen Zusammenhang zwischen Bildschirmmedienzeit, was zur Hälfte etwa Smartphonezeit ist, und Suizidalität. Ja, das eine ist eine Korrelation und das andere ist eine Korrelation, aber wenn Sie gleichzeitig eben die harten Daten gefunden haben, dann können Sie sich des Eindrucks nicht erwehren, hier ist vielleicht tatsächlich ein kausaler Zusammenhang am Werk. Ja. Um das kausal zu prüfen, braucht es noch mehr, aber wichtig ist, diese Zusammenhänge sind da und die sind schon stark. Und man kann sie nicht vom Tisch wischen. Warum? Hier geht es um ganz USA. Und um das auch mal zu sagen, ich habe vorhin von Übergewicht, Diabetes und Bluthochdruck gesprochen. Das sind drei Risikofaktoren der häufigsten Todesursache in der westlichen Welt. Wir reden also nicht von ein paar Toten, wir reden von viel mehr Toten der häufigsten Todesursache. Wir reden von Hunderttausenden von extra Toten in Deutschland allein. Und dann kommt das noch dazu. Und Selbstmord ist nach Unfällen und je nachdem, manchen malignen Erkrankungen, ob die dazuzählen, entweder zweite oder dritthäufigste Todesursache bei jungen Leuten. Wir reden also wieder nicht von einer Handvoll, sondern von ein paar tausend extra Toten pro Jahr. Das macht einem schon Gedanken. Weniger Empathie. Ich muss ganz kurz ein bisschen ausholen. Menschen sind ja soziale Wesen und Empathie gehört zu uns Menschen dazu. So wie der aufrechte Gang und meinetwegen Sprache. Ich sage das deswegen, weil man nicht übersehen darf, dass der aufrechte Gang und Sprache natürlich zu uns Menschen dazugehört, aber gelernt werden muss von jedem Einzelnen. Ja? Wir hören andere sprechen und irgendwann können wir es auch. Wir ziehen uns hoch und machen das ein paar tausend Mal. Irgendwann hat unser Hirn drauf, wie man oben bleibt. Also wir lernen das. Das passiert nicht, wenn wir rumliegen und nicht angesprochen werden. Dann werden wir weder laufen noch sprechen. Mit der Empathie ist es genauso. Sie kommen mit der Fähigkeit nicht auf die Welt, sondern Sie haben tausende von Sozialkontakten, reden mit Leuten und sehen die gleichzeitig. Und dann sehen Sie, wie jemand redet, der Ihnen was Trauriges erzählt und wie jemand redet, der Ihnen was Fröhliches erzählt. Und irgendwann mal braucht er gar nichts mehr sagen. Sie sehen dem schon an, wie der drauf ist. Und dann haben Sie Empathie gelernt, Mitgefühl gelernt, weil Sie einfach die Erfahrung gemacht haben, wie das ist, wenn man traurig ist. Ist deswegen so wichtig, weil Sie eben diese Erfahrungen brauchen. Und wenn Sie, wie schöne Studie aus den USA, an 8- bis 12-jährigen Mädchen, die 2 Stunden mit anderen Mädchen täglich verbringen, aber 7 Stunden am Tag in Facebook. Ja, wenn Sie Ihre Sozialkontakte auf Bildschirme outsourcen, wie man heute sagt, dann können Sie ja nicht Mitgefühl lernen. Und dass das in der Tat so ist, zeigt die beste und größte Studie, die es weltweit dazu gibt, die ist schon fast 10 Jahre alt, wo man mal 2 Längsschnittstudien, und es gibt nicht viele Längsschnittstudien auf der ganzen Welt, die Daten zusammengeworfen hat. So hatte man hier über 4000 Jugendliche. Und da kam ganz klar raus, dass es einen Zusammenhang dahingehend gibt, dass je mehr Zeit, Stunden pro Tag gemessen, die jungen Leute am Bildschirm verbringen, desto weniger Mitgefühl entwickeln sie für ihre Eltern und für ihre Freunde. Das kam hier empirisch raus. Nochmal, das muss so sein, wenn Sie stundenlang am Tag eben nicht Sozialkontakte haben, sondern am Bildschirm sitzen, wo ja keiner ist, ja, dann können Sie nicht so gut Empathie lernen. Und dann haben Sie eben auch weniger Empathie. Gibt dazu noch mehr Untersuchungen. Hier hat man Empathie immer auf die gleiche Weise über Jahrzehnte hinweg bei amerikanischen College-Studenten gemessen. Und was findet man? Die geht runter. Ja, und zwar besonders in den letzten Jahren. Ist das akademisch? Nein. Entschuldigung, jetzt kommen 2 Bild-Zeitungsartikel.
Da liegt in Deutschland liegt ein Rentner 82 Jahre vorm Geldautomat und die ersten vier, die da reinkommen, heben Geld ab, steigen also über den drüber, heben Geld ab, steigen wieder über den drüber und verlassen den Raum. Der fünfte hilft. Und da die Hilfe zu spät kam, ist der Mann am nächsten Tag gestorben. Weniger Empathie geht kaum. Ja, muss Geld abheben. Liegt einer, steige ich drüber. Ja. Geht, noch weniger Empathie geht. Auch Bildzeitung. Da stirbt ein Motorradfahrer, noch am Unfallort, hat einen Unfall gehabt. Kommt einer vorbei und filmt den und stellt den Film ins Netz. Die deutsche Regierung, das Kabinett, hat schon zweimal einen neuen Gesetzentwurf diskutiert. Der wird auch kommen. Man filmt keine Sterbenden. Das ist der Inhalt des Gesetzes. Wir kriegen ein Gesetz. Also Deutschland ist moralisch schon so verkommen, dass wir ein Gesetz brauchen, dass man Sterbenden hilft und sie nicht filmt. Filmkameras gibt es seit 100 Jahren. Gut, heute hat jeder eine dabei. Aber dass wir ein Gesetz brauchen, dass man Sterbenden nicht filmt, dafür braucht es auch noch einen Empathieverlust, weil eigentlich verstand sich das früher mal von selbst. Heute nicht mehr, zumindest nicht in Deutschland. Vielleicht noch eins, das kann man jetzt positiv sehen. Die Jugend hat es kapiert. Jugendwort des Jahres 2015 in Deutschland, Zombie, Smartphone-Zombie. Also durch Smartphone verursachter, willenloser, seelenloser Mensch. Wenn junge Leute so ein Wort bilden, dann sind die offenbar an einer Erfahrung dran und das war immerhin schon vor 4 Jahren der Fall. Bin jetzt endlich mit meinem Vorwort fertig. Denn ich möchte ja nicht nur über Gesundheit reden, könnte ich auch noch mehr, aber das sei immer genug. Ich möchte auch über Bildung reden und auch noch ein bisschen über Gesellschaft, muss mich also eilen und werde jetzt doppelt so schnell sprechen. Einfach mal ein paar neue Studien. Januar 2019, JAMA Pediatrics, super gutes Fachblatt. Was hat man gefunden? Man hat einfach mal im Längsschnitt bei 2.500 2- bis 5-Jährigen und deren Müttern immer wieder angeguckt, mit 2, mit 3 und mit 5 Jahren, wie viel Zeit verbringen die vor dem Bildschirm pro Tag, egal was es ist, einfach vor dem Bildschirm. Und zweitens, wie steht es um die kognitive Entwicklung? Man hat einen bestimmten, man kann in dem Alter nicht IQ-Test sagen, aber einen Test zur Reife, zur kognitiven Reife der Kinder gemacht. Und nochmal, das ist ganz hochrangig publiziert, das kommt raus, so werden heute leider wissenschaftliche Daten, die werden modelliert und dann werden Wahrscheinlichkeiten berechnet und. Aber was kompliziert aussieht, ist im Grunde ganz einfach. Sie haben hier Screentime mit 24 Monaten, also wie viel verbringt ein junger Mensch mit 2 Jahren vor dem Bildschirm pro Tag. Und dann haben Sie einen Pfeil, der geht hoch zu diesem ASQ3, also das ist einfach eine Messmethode für den kindlichen Entwicklungsstand. Und der Pfeil dazwischen ist durchgezogen, das heißt, der ist signifikant und die Zahl, die da steht, ist negativ. Das heißt, Screentime mit 2 hat einen negativen Einfluss auf die Entwicklung der Kinder mit 3. Dann heißt es oft, ah, Herr Spitzer, Sie verwechseln Kausalität mit Korrelation. Es sind einfach die Dummen, die mehr ferngucken. Nee, denn Sie können auch von da nach da gucken. Sie können also gucken, sagt die Entwicklung mit 2 den Bildschirmmedienkonsum mit 3 voraus? Und die Antwort ist nein. Der Pfeil ist gestrichelt, ist nicht signifikant und die Zahl, die dran steht, ist minus 0,01, also praktisch 0. Das heißt, es gibt keine andere Verbindung. Es gibt nur die Verbindung so rum, ja, also von Screentime zu schlechterer kognitiver Entwicklung. Und das Ganze gibt es auch nochmal zwischen Screentime und der kognitiven Entwicklung, Screentime mit 3 und der kognitiven Entwicklung mit 5. Ja. Ich habe noch eine Folie reingetan, die Ihnen das mal demonstrieren soll, was das heißt. Oben, das sind Zeichnungen von 5-Jährigen, die 1 Stunde oder weniger am Tag ferngucken. Unten, das sind Zeichnungen von 5-Jährigen, die 3 Stunden und mehr am Tag ferngucken. Die Instruktion war die gleiche, malt ein Mensch. Damit Sie sehen, was ich meine. Hier geht es um kognitive Beeinträchtigung, massiv. Ja, das ist eine Studie von deutschen Kinderärzten an etwa 2000 5-Jährigen, die sehr verdienstvoll ist, weil die das auch quantitativ ausgewertet haben und ganz klar zeigen konnten, da ist ein riesen Unterschied. Das ist also nicht nur die 5 hier ausgesucht, sondern das kann man wirklich quantitativ berechnen. Gibt es Finger an der Hand? Gibt es die Hand einen Strich oder ist es irgendwie eine Fläche? Gibt es Haare? Gibt es Augen? Gibt es eine Nase? Und für jedes kann man einen Punkt geben und dann kann man zeigen, zwischen den beiden Gruppen, wenig Fernsehen, viel Fernseher, gibt es einen Unterschied von 4 bis 5 Punkten von 13. Also ein riesen Unterschied.
Das war Kindergartenalter, jetzt sind wir beim Grundschulalter. Wieder eine große Studie, knappes Jahr alt, also Ende 2018 erschienen, an 4.500 Kindern in den USA, 8 bis 11 Jahre, also Grundschulalter, Daten aus September 16 bis 17, untersucht wurden Schlaf, Sport und Bildschirmmedienkonsum. Und rauskommt, je mehr einer Sport macht, desto kognitiv entwickelter ist er. Der Effekt ist so. Je mehr einer schläft, desto kognitiv entwickelter ist er. Der Effekt ist so. Je mehr Bildschirmmedienkonsum er hat, desto weniger kognitiv entwickelt ist er. Und der Effekt ist so und negativ. Also Bildschirmmedien sind deutlich schädlicher als Sport und Schlaf. Positiv sind beide. Das kam raus. Also ein erschütterndes Ergebnis. Sie haben einen dicken negativen Effekt. Also mehr iPads in Kindergärten, um Gottes Willen. Mehr iPads in der Grundschule, um Gottes Willen. Es schadet nachweislich der kindlichen Entwicklung. Wir haben weniger Aufmerksamkeit, weil die digitalen Medien ablenken. Große Studie aus China an 7.102 Chinesen. Je mehr die am Smartphone verbringen, desto eher haben sie Aufmerksamkeitsstörungen. ADHD. Nachgewiesen. Jetzt kann man immer sagen, ja, bei solchen Studien weiß man nicht, was ist Ursache, was ist Wirkung. Dazu gibt es experimentelle Studien. Eine 10 Jahre alte, das Smartphone liegt da 5 Minuten und macht nichts, oder es liegt da 5 Minuten und klingelt. Und dann guckt man nach, wie ist Gedächtnisleistung, wie ist Aufmerksamkeitsleistung. Und wenn das Smartphone klingelt, geht Aufmerksamkeit und Gedächtnis in den Keller. Ja, na klar, das Ding lenkt halt ab. Vor knapp 2 Jahren ist das hier erschienen, nämlich, was passiert, wenn das Smartphone hier liegt und nicht klingelt? Wenn es einfach nur da liegt. Was untersucht man da? Wie macht man die Kontrollbedingungen? Ganz clever. Man vergleicht, wenn das Smartphone hier liegt, und dann machen Sie am Computer entweder Aufgaben zu Ihrer Denkleistung, Working Memory Aufgaben waren das, oder Sie machen einen kulturfreien IQ-Test. Raven's Matrices, für die sich auskennen. Also wir können IQ-Tests am Computer machen, kulturfreie sogar, die relativ gut sind und für sich für alle Leute eignen. Hat man gemacht, beides, mit dem Smartphone hier oder dem Smartphone in der Aktentasche, da unten, oder mit dem Smartphone im Nebenraum. Und dann einfach geguckt, wie wirkt sich das auf die kognitive Leistungsfähigkeit aus. Links haben Sie das Arbeitsgedächtnis, also Denkleistung, rechts haben Sie IQ. Und was kommt raus? Wenn das Smartphone im anderen Zimmer ist, haben Sie einen deutlich höheren IQ, als wenn Ihr Smartphone auf Ihrem Schreibtisch liegt. Der Effekt, wenn man ihn umrechnet, ist etwa so groß wie zwischen Abiturienten und Realschülern. Also ich sage immer Arbeitgebern, wenn Sie Abiturienten einstellen und Sie dann Ihr Smartphone auf Ihrem Schreibtisch liegen haben, dann haben Sie bloß noch Realschüler eingestellt. Sollten Sie wissen. Das ist das, was die Wissenschaft dazu festgestellt hat. Und ich habe mich selbst geärgert, dass ich die Studie nicht gemacht habe, aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, weil ich nicht dachte, dass der Effekt so groß ist. Dass wenn das Smartphone nur hier liegt, dann zieht es kontinuierlich kognitive Ressourcen ab, weil Sie könnten ja drauf gucken. Das heißt, Sie müssen dauernd ein kleines bisschen, meine Oma hätte gesagt, Hirnschmalz drauf verwenden, nicht drauf zu gucken. Und der fehlt Ihnen halt bei der Arbeit. Und wie viel das ist, das sehen Sie hier. Das ist eben nicht wenig. Das ist einfach, das ist ein deutlicher Effekt, ein deutlich messbarer Effekt. Ihre kognitive Leistungsfähigkeit geht runter, wenn Ihr Smartphone auf dem Tisch liegt. Ich soll es wahrscheinlich wegtun. Aber mir macht der Effekt nicht so viel aus. Ich bin ja alt und kenne mich mit sowas aus. Ne? Wenn Sie weniger aufmerksam sind, lernen Sie weniger. Ja, und das ist auch ganz wichtig, weil viele Leute finden, die kleinen Babys, die sollten doch am Bildschirm sein, wenn sie noch nicht laufen oder sprechen können. Fakt ist, dass wenn sie über eine eigenschaftslose Oberfläche mit ihrer Hand, immer mit der gleichen Handbewegung wischen, ohne egal was auf dem Bildschirm abgebildet ist, dann schaden sie der kognitiven Entwicklung, der sensorischen und der motorischen Entwicklung und damit der kognitiven Entwicklung ihres Kindes. Ja. Wenn ich einem vierjährigen Kind sage, schnapp dir mal die Nadel, den Stift, den Schlüssel, das Ei, den Eimer, da halte ich fest, mach's spontan das. Diese Griffweisen haben Namen in der Medizin. Schlüsselgriff, Spitzgriff und so weiter. Und warum? Weil die bestimmte Nerven und bestimmte Muskeln betreffen. Wenn sie kaputt sind, kann man sie einzeln reparieren und. Mein Punkt ist, das müssen Sie schon 100-mal gemacht haben oder 1.000-mal gemacht haben. Und dann können Sie es halt. Wenn Sie so aufwachsen, können Sie es natürlich nicht. Wie sollen Sie das lernen? Oder so. Ja.
Also diese Bilder zeigen, also gerade das Bild ist so, finde ich, symptomatisch, weil hier klar wird, wie das verkauft wird. Hey Mama, hey Papa, euer Kind, ein Jahr oder so, verbringt doch gerade viel Zeit auf dem Topf so zum Üben. Wäre es nicht toll, die Zeit wäre nicht verschwendet, sondern wäre noch zu Bildungszwecken zu gebrauchen. Deswegen haben wir die Lösung für euer Problem, von dem ihr noch gar nicht wusstet, dass ihr es habt. Und die Lösung heißt, ein Babyklo mit iPad-Halter. Die Apps gibt es kostenlos. Das Ding kostet 36 Euro. Und ja, und die Apps und die kann man auch runterladen. Und dann wird das Kind endlich die Zeit nicht so verschwenden auf der Toilette, sondern wird in dieser Zeit noch gebildet. Völlig unsinnig, das Argument, weil in dem Alter, wo man das macht, kann man nicht vom Bildschirm lernen. Da gibt es x Untersuchungen, weder sprechen lernen noch irgendwas anderes, indem man über eine eigenschaftslose Oberfläche drüber wischt. Kann man nicht. Ja. Also daran sieht man, wie unsinnig hier versucht wird, die frühe Kindheit, wie sagt man heute, zu monetarisieren. Ja. Und bei uns hat sich das nicht verbreitet, in den USA hat jeder sowas oder sowas. Kein Witz, Fisher-Price Activity Center, die Apps gibt es auch kostenlos. Kommt auch ein Smartphone, ein Tablet rein in das Ding. Und die Leute glauben, die Kinder würden schlau. Ja. Glauben sie wirklich? Nebenbei, es gibt sowas mittlerweile auch für Erwachsene. Also ist unglaublich. Gehen Sie mal zu Amazon. Voll, 50 Angebote, gleich weg. Ja. In dem Alter beobachten wir ja oft die Mütter, die ihr auf ihr Smartphone gucken, statt auf ihr Kind. Das hat jeder schon und dem wurde es immer so ein bisschen kribbelig dabei. Was man davon zu halten hat, dazu gibt es gute Wissenschaft. Die möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Diese Studie hat eine Kinderärztin in den USA gemacht. Die hat 225 Mutter-Kind, das Kind war sechs Jahre alt, Paare untersucht. Zunächst mal in Schnellrestaurants, also bei McDonald's, hat sie einfach nur sich hingesetzt und zugeguckt, was da so passiert. Und als sie es dann da in den Restaurants sozusagen so nebenher untersucht hat, sagte sie, jetzt mache ich es mal richtig. Ich lade 225 Mutter-Kind-Dyaden ins psychologische Labor und deren Aufgabe ist, gemeinsam Mittagessen. Und dann werden sie dabei gefilmt und kriegen ein bisschen Geld dafür, dass sie das machen. Das war alles. Die Videos wurden hinterher genauestens analysiert und man wusste schon aus den Beobachtungen bei McDonald's vorher, dass etwa, und so war es da auch, ein Viertel der Mütter ihr Smartphone zücken beim Essen. Man konnte jetzt wirklich genau hingucken, was passiert denn, wenn das passiert. Und die Ergebnisse sind so, dass man hat vier verschiedene Speisen gegeben und wenn man alle Speisen zusammen ausgewertet hat, und zwar also jeweils ein Teller für die Mutter, ein Teller fürs Kind und dann geguckt, reden die miteinander, interagieren die nonverbal miteinander und wie viel versucht denn die Mutter dem Kind zuzureden, ja probier's doch mal und iss doch mal was und so. Und das sehen Sie, die grauen Säulen, wenn die Mutter ein Smartphone zückt, nehmen die verbalen Interaktionen um 20% ab, die nonverbalen um 40% und die Ermunterungen um 30%. Das Interessante war, die haben auch eine Speise gegeben, die man in Amerika kaum kennt, ich kannte sie auch nicht, Halwa, ein süßer Nachtisch, der im Nahen Osten, Mittleren Osten gerne gegessen wird. Ich habe eine Türkin, die hat mir dann was mitgebracht, als ich das mal in der Klinik erzählt habe. Deswegen weiß ich, wie Halwa schmeckt. Also mein Fall ist nicht, es ist schrecklich süß. Aber der Punkt ist einfach der, wenn jetzt also eine Speise gegeben wird, die, man hat auch gefragt, kennt ihr das? Und Erbsen, Möhren und Kartoffeln kannte jeder, aber Halwa kannte praktisch niemand. Und wenn Halwa gereicht wurde, dann ging die verbale Interaktion so um über 30%, die nonverbale um 60% und die Ermunterungen um 70% zurück. Und da schreiben die Autoren ganz schön in ihrer Diskussion diese Ergebnisse. Ja, es ist schlimm, wir sehen, die Interaktion nimmt ab durch das Smartphone. Aber es ist noch schlimmer, als wir denken. Denn die Interaktion zwischen Mutter und Kind nimmt vor allem dann besonders stark ab, wenn es was zu lernen gäbe. Das heißt, wenn wir hier mit was konfrontiert sind, was uns unbekannt ist. Also genau dann, wenn es was zu lernen gäbe, wird nicht kommuniziert, sprich auch nichts gelernt. Und das ist das Fatale. Ja? Das hat man eben hier schön experimentell am Beispiel gezeigt. Das läuft weltweit milliardenfach täglich ab.
Ja, dass die Mutter drauf guckt und lass mich. Ja? Ich denke mir, das sind Daten, die geben einem zu denken, weil die kann man nicht vom Tisch wischen und sagen, naja, das ist doch alles gut oder so. Nein. Und was mich auch stört, ist, darüber wird in den Medien nicht berichtet. Also in der Zeitung liest man sowas nicht. Da liest man, alles klasse, alles toll, endlich haben wir in unserem Kindergarten auch Tablets eingeführt. Ja. Und was sicher gar keinen Sinn macht und den Kindern schadet. Ja, bei noch älteren Kindern, schöne Studie, auch schon uralt. Ja. Relationship between cell phone use, academic performance, anxiety and satisfaction with life in college students, also in Oberstufenschülern. Ja. Je mehr Smartphone-Nutzung, desto schlechter die Schulleistung, desto mehr Angst und beides macht weniger Lebenszufriedenheit. Englische, britische, Londoner Wirtschaftswissenschaftler haben 2015 publiziert, was passiert, wenn man in der Schule ein Telefonverbot macht. Die haben 90 Schulen zwischen dem Jahr 2002 und 2012 identifiziert, die irgendwann in diesen Zeiten Telefone an der Schule verboten haben. Also 2002 waren es 3 Schulen, dann kamen noch 3 dazu, da waren es schon 6 im nächsten Jahr und am Ende waren es 90. Dann haben sich die Jahresendzeugnisse aller Schüler, das waren über 130.000 Schüler, besorgt. Und zwar von dem Schuljahr, wo das Smartphone-Verbot anfing, oder Telefonverbot anfing, bis 5 Jahre danach und die 5 Jahre davor. Und dann haben sie die Schulen so übereinander geschoben, dass am Tag 0 für alle Schulen das Smartphone- oder Telefonverbot anfing, um rauszukriegen, was passiert, wenn eine Schule das Mobiltelefon an der Schule verbietet. Wie ändern sich die Schulnoten? Und hier sehen Sie jetzt den Durchschnitt von 130.000 Jahresendzeugnissen. Der Nullpunkt ist, da hat das Smartphone-Verbot angefangen. Ein Jahr später überlappt sich der Fehlerbalken nicht mit der Nulllinie. Das heißt, wir haben ein signifikantes Ergebnis. Und dann geht es immer weiter hoch, mit anderen Worten. Von dem Tag an, wo Sie Ihr Mobiltelefon nicht mehr dabei haben, wurden die Schüler besser. Es gibt eine andere Studie, die ist schon ein bisschen älter. Da hat man College-Studenten, als es noch kaum Smartphones gab, das war 2010, gefragt, habt ihr ein iPhone? Und wer gesagt hat, nee, ich habe keins, dem hat man eins geschenkt. Und dann hat man gefragt, was glaubt ihr wohl, was passiert? Und alle sagten, ja, jetzt kann ich besser suchen, besser Hausaufgaben machen, ich werde besser. Ein Jahr später hat man sie nochmal gefragt. Sie wurden schlechter. Also wenn Sie Smartphones verschenken, werden Schüler schlechter. Wenn Sie sie verbieten, werden Schüler besser. Das ist empirisch rausgebracht. Ja, und zwar hier an über 130.000 Schülern. Und wenn Sie nebenbei so viele Daten haben, können Sie auch eins machen, das war sehr verdienstvoll, nämlich Subgruppenanalysen. Sie können hergehen und können sagen, wir gucken uns mal jetzt die Jahresendzeugnisse zum Zeitpunkt 0 an und teilen diese 130.000 Umgradschüler ein nach dem Zeugnis. In die 20% Schwächsten, die besseren 20, die mittleren 20, die guten 20 und die sehr guten 20%. Und gucken uns bei denen einzeln an, wie sich die Schulleistungen verbessert haben. Und das sehen Sie hier. Die schwächsten Schüler haben sich am meisten verbessert. Die ganz guten Schüler, bei denen ist gar nichts passiert. Das ist nebenbei auch zu erwarten, denn ein cleverer Schüler macht auch manchmal was Cleveres an seinem Smartphone. Und er macht auch manchmal Blödsinn. Und unterm Strich hebt sich's auf und es passiert nichts, wenn man Glück hat. Das, was unterm Strich positiv ist, kommt in keiner Studie raus. Ich kenne dutzendweise solcher Studien. Aber was ganz klar rauskommt, ist, die schwachen Schüler werden durch Digitalisierung der Schulen am meisten geschädigt. Das ist deswegen so wichtig, weil wenn Sie zum Beispiel auf Bitkom gehen, das ist der Verband der Digitalwirtschaft, dann finden Sie gleich auf der ersten Seite, wir fordern in Deutschland für jedes Hartz-IV-Empfängerkind ein kostenloses digitales Endgerät und kostenlosen Internetzugang, denn nur dann wird es endlich mal zu mehr Bildungsgerechtigkeit kommen. In Deutschland viel diskutiert, die Akademikerkinder gehen aufs Gymnasium, die Arbeiterkinder gehen auf die Hauptschule, das muss sich ändern. Man muss dazu wissen, dass der Unterschied zwischen Akademikerkindern und Arbeiterkindern bei Schulbeginn, also mit 6, 30 Millionen Wörter sind. Die haben die Akademikerkinder mehr gehört in den ersten 6 Lebensjahren im Vergleich zu den Arbeiterkindern. Die einen haben etwa 8,5 Millionen Wörter gehört, die anderen knapp 40 Millionen. Schule ist verbales Lernen, also sprachbasiertes Lernen. Ja, wenn der eine viermal so viel Sprachtraining hat wie der andere, hat er bessere Karten, wenn die Schule losgeht. Das ist völlig banal. Also ist der Schichtenunterschied, der ist im Kindergarten gemacht.
Ja. Und die Schule kann ein bisschen reparieren, aber nicht viel. Deswegen zu glauben. Nochmal, Bitkom behauptet also, wenn wir den schwachen Schülern Internetzugang und kostenloses Endgerät geben, dann werden die besser. Fakt ist, denen wird am meisten geschadet. Also Schulen zu digitalisieren ist das Unsozialste, was sie machen können. Sie schaden den schwachen Schülern mit Abstand am meisten. Sie schaden allen Schülern unterm Strich, aber sie schaden den Schwachen mit Abstand am meisten. Den ganz Guten schaden sie gar nicht oder nur wenig. Das hat sich längst rumgesprochen. Schauen Sie hier, das ist über 2 Jahre alt. Scientific American. Schüler sind besser dran ohne Laptop im Klassenzimmer. Einfach eine Übersichtsarbeit in den USA, in einem Fachblatt für wissenschaftliche Laien. 2014, der Füllfederhalter ist mächtiger als die Tastatur. 5-mal in einem großen Hörsaal, die Hälfte der Studenten mussten einen Laptop abgeben und bekamen Papier und Bleistift. Und am Ende der Vorlesung sitzen bleiben, Multiple-Choice-Tests zu den Inhalten der Vorlesung. Und es kam 5-mal das Gleiche raus. Diejenigen, die nicht mittippen konnten, sondern mitschreiben mussten, wussten mehr. Und das haben einer aus Princeton, einer aus Silicon Valley rausgefunden und publiziert. In einem guten Fachblatt. Hier ist 2017. Was passiert, wenn Sie einen neuen Kurs anbieten bei 16-Jährigen und der Kurs ist am Computer, der Lehrer wurde instruiert, wie man es macht, der Computer ist internetfähig, man kann also suchen, kann sich Informationen holen zum Fach und so weiter. Nach 15 Wochen und 2 Wochenstunden täglich machen Sie eine Prüfung und gucken, wie gut haben die Leute abgeschnitten. Und nochmal, jeder Schüler hatte einen Laptop und der Lehrer war instruiert und das waren einfach... Naja, es ist das, wofür wir jetzt in Deutschland 5 Milliarden ausgeben. Wir digitalisieren den Unterricht. Ja? Überall WLAN und jeder ein Endgerät. So, was rauskommt ist, 34% der Zeit, die die jungen Leute in dem Kurs waren, haben sie für nicht kursbezogene Aktivitäten verbracht. Nämlich, die sind in Facebook, die kaufen ein, die lesen E-Mail, die chatten, die Sportnachrichten, die gucken Videos und spielen Spiele. Und all diese Aktivitäten korrelieren negativ mit der Abschlussklausur. Ja, Kunststück, wenn Sie was anderes machen, dann lernen Sie weniger. Das ist trivial. Aber dass die Schüler 1/3 der Schulzeit was anderes machen, wenn man ihnen das Ding in die Hand drückt, ist nicht gut. Es gab ein zweites Ergebnis. Man hat natürlich auch geguckt, wie viel Zeit verbringen die am Computer für den Unterricht, also curricularbezogene Zeit. Hat man die mit der Endnote in der Klausur korreliert? Die Korrelation war 0. Also wer mehr am Computer lernt, lernt deswegen nicht mehr. Wenn Computer sowas wären wie eine Pille gegen Dummheit und sie schickten die Studien, die es dazu gibt, ans Bundesgesundheitsamt, die FDA oder irgendeine Behörde mit der Bitte um Zulassung dieses Medikaments, käme postwendend zurück, wir können das nicht zulassen. Es hat keinerlei Wirkungen und jede Menge Nebenwirkungen. Aber wenn es bloß die neueste Technik für Kinder ist, gibt es keinen Zulassungsprozess und wir machen es einfach. Und das ist schon heftig. Ich kann Ihnen das auch schwer emotional neutral erzählen, das muss ich zugeben. Das ist ja auch mein Steuergeld, was für so einen Blödsinn verwendet wird. Ja? Also wir schaden Schülern. Und ja, das ist eine Studie, die, also noch 2, dann höre ich damit auf. Das Militärakademie West Point. Die haben sich überlegt, wollen wir digitalisieren? Und dann haben sie gesagt, probieren wir es doch aus. Und die Autoren schreiben selber, wir haben hier lauter junge, hochmotivierte Leute. Motivierter als an allen anderen Bildungseinrichtungen. Hier sind Leute, die wollen was. Die wollen was reißen. Und dann hat man gesagt, okay, wir nehmen also mal unsere 50 Klassen. Und die Klassen kriegen entweder ein Laptop und ein Tablet, nur ein Tablet oder nichts. Und zwar per Zufall. Das waren also Klassen mit jeweils 15, also super Lehrer-Schüler-Verhältnis. Ja. Und was rauskommt, war ganz eindeutig. Die ohne digitale Medien waren 20% besser als die beiden Klassen, entweder mit Laptop und Tablet oder nur mit Tablet. 20% besser. Und die Autoren schreiben, dieser Effekt muss an allen anderen Bildungseinrichtungen größer sein als bei uns. Denn bei uns sind alle hochmotiviert und werden trotzdem durch digitale Medien in ihrem Lernen massiv behindert. Das schreiben die. Und wenn Sie es immer noch nicht glauben, die größte Untersuchung stammt tatsächlich von der OECD und den PISA-Daten. Herr Schleicher selber hat die publiziert. Wir wissen, PISA
Da geht es um 15-Jährige, die alle paar Jahre mal im Hinblick auf Mathe, Naturwissenschaften und sprachliche Fähigkeiten untersucht werden, und zwar von 32 OECD-Ländern, jeweils ein paar 10.000 pro Land. Und in dem Falle waren es, der hat noch andere Länder dazugenommen, kam immer mehr dazu, es sind hier über 50 Länder erfasst. Was er gemacht hat, ist, er hat einfach mal Folgendes nachgeguckt. Wie haben sich die PISA-Resultate über 10 Jahre, also der jeweils 15-Jährigen, verändert? Wurden die Schüler in dem Land besser oder schlechter? Und zweitens, wie viel hat das Land pro Kopf Schüler in die Digitalisierung seiner Schulen investiert? Also Sie kriegen dann eine Grafik. Die Null ist hier in der Mitte nach dem Motto, auf Null wären Schüler, die wären gleich geblieben. Wenn sie nach oben gegangen sind, sind sie besser geworden über 10 Jahre. Wenn sie nach unten gegangen sind, sind sie schlechter geworden über 10 Jahre. Und hier sind weniger Computer, mehr Computer. Also hier hat man aufgetragen, wie viel wurde in Computer an Schulen investiert. Und wenn Computer an Schulen positive Effekte hätten, würden Sie irgendwie sowas erwarten. Das müsste rauskommen. Ja? Das kommt raus. Also was rauskommt ist, je mehr Sie für Computer an Schulen und Internetanschluss an Schulen Geld ausgeben, desto schlechter werden die Schüler. Und nochmal, das sind Daten von Millionen von Schülern über 10 Jahre. Ja. Australien zum Beispiel, ganz da unten. Ja. Die haben im Jahr 2008 2,4 Milliarden australische Dollar für Digitalisierung von Schulen ausgegeben. Also Internetanschlüsse und digitale Endgeräte. Und dann sind sie richtig abgeschmiert in PISA-Vergleichsdaten. Neuseeland auch. Finnland war immer PISA-Sieger. Dann haben sie digitalisiert und jetzt sind sie richtig, richtig runter. Ja. In Deutschland liest man alle Wochen, wir müssen aufholen, wir müssen aufholen, wir sind hinten dran im OECD-Vergleich, was die Digitalisierung der Schulen anbelangt. Ja, wir sind da in den letzten 10 Jahren 10% besser geworden. Ich kann mir sagen, Gott sei Dank haben wir eben noch nicht digitalisiert. Jetzt machen wir es nicht, jetzt geben wir endlich 5 Milliarden aus, damit wir mal ganz gründlich digitalisieren. Mit dem Ergebnis im Hintergrund. Ja, wie kann man das machen? Ganz fies ist, wie das die OECD publiziert. Schauen Sie mal. Students, Computers and Learning, die Studie heißt, und dann klein drunter, Making the Connection. Wenn Sie also nur die Überschrift lesen, ah ja, Computer und Lernen, Making the Connection. Die Connection ist negativ, hey, steht da nicht. Das ist etwa so, wie wenn Sie den Zusammenhang zwischen Rauchen und Lungenkrebs untersuchen und dann publizieren, Rauchen und Gesundheit über einen neuen Zusammenhang. Dass der negativ ist, schreiben Sie nicht, ja? Da sehen Sie, wie fies das publiziert wird. Es wird noch publiziert, so dass man meint, hey, da ist doch was Tolles. Und wissen Sie, dieses Bild ist auf Seite 156 oder sowas, da kämpft sich keiner durch Pädagogendeutsch. Das schaffen Sie gar nicht bis dahin, ja? Da legen Sie es weg und sagen, naja, wird schon wieder eine schöne Studie zu Computer sein, dass die helfen. Na, eben nicht. Weniger Wissen. Das wissen wir. Science Magazine, also nicht irgendwer. Und nicht irgendwo. Das waren Wissenschaftler von Columbia und Harvard. Die haben was ganz Simples gemacht. Die haben Leuten Informationen dargeboten, per Buch, per Zeitung, per Zeitschrift oder per Google. Und ein paar Tage später geguckt, was blieb hängen. Und was kommt raus? Wenn Sie es googeln, bleibt es am wenigsten hängen. Also wenn es was gibt, was man zum Lernen nicht verwenden sollte, ist es Google. Was sagen alle Bildungspolitiker? Ah ja, wir müssen mehr googeln an Schulen, damit der endlich mehr gelernt wird. Hey, in Science Magazine konnten Sie vor 8 Jahren nachlesen, dass das nicht so ist. Sie konnten auch nachlesen, dass elektronische Lehrbücher nicht so gut funktionieren wie solche aus Papier. Und zwar vor allem dann, wenn sie so richtig gut gemacht sind. Wenn Sie also sagen, hey, wir scannen die nicht einfach nur ein, die alten Lehrbücher. Nein, wo ein Bild ist, machen wir ein Video hin. Und wo Literaturverzeichnisse sind, da machen wir Hyperlinks hin, klickt mal drauf, schon ist man da. Wenn Sie das machen, und das kommt hier raus, nimmt die Lernleistung der Schüler ab, nicht zu. Und der Grund ist ganz simpel, Sie kennen alle den alten Spruch, lesen, bilden, heute muss man ergänzen, daddeln, nicht. Weil wenn die das Ding dazu verführt, dass Sie rumklicken, denken Sie weniger nach. Und alles, was Sie vom Nachdenken ablenkt oder Sie daran hindert, ist nicht gut für Lernen. Weil gelernt wird, wenn Sie Ihr Hirn benutzen. Und je mehr Sie es benutzen, desto mehr ändert sich. Das ist, nochmal, die Quintessenz der Neurowissenschaft zum Lernen. Weswegen alles, was Ihnen geistige Arbeit abnimmt, hey, deswegen haben wir die Erwachsenen diese Werkzeuge, weil die uns geistige Arbeit abnehmen. Und genau deswegen sind diese Dinger zum Lernen nicht gut. Ja. Wenn ich mir viel Mühe gebe und viel nachdenke und dann das Ding mir hilft, dass ich auch noch den letzten Fitzel Informationen finde,
kein Problem, werde ich auch nicht dement dadurch. Ja? Herr Spitzer, kriege ich digitale Demenz, wenn ich zu viel am Computer arbeite? Antwort, nein, kriegen Sie nicht, keine Angst, weil Sie arbeiten ja dran. Aber wenn ein Kind vor sich hin döst und rumdaddelt, dann lernt es halt weniger. Und nochmal, das steht in Science Magazine, die andere Studie auch. Mittlerweile gibt es eine große Meta-Analyse, vom knappen Jahr erschienen. 250 Studien, Vergleich Lesen von Büchern versus Lesen vom Bildschirm. Wo bleibt mehr hängen? Unterm Strich, ganz klar das Ergebnis, wenn Sie von Büchern lesen, bleibt mehr hängen, als wenn Sie es vom Bildschirm lesen. Nochmal, das ist eine riesen Analyse von 250 Studien, die das gezeigt hat. Der Grund ist auch ganz einfach. Wenn Sie kalifornische Studenten fragen, dann sagen die 17-Jährigen aus Silicon Valley, wir wollen bitte Bücher aus Papier haben. Wenn Sie die fragen, warum? Ah ja, über den Bildschirm flackert doch jeder Blödsinn. Bei einem Buch, weiß ich, hat jemand Geld in die Hand genommen. Jemand hat sich was überlegt, ein anderer hat nochmal korrigiert. Das heißt, es ist doch eine viel seriösere Quelle, als irgendwie was auf dem Bildschirm flackert, weil jeder Trottel schreibt irgendwas auf dem Bildschirm. Deswegen ist es für den Bildschirm prinzipiell betrachte ich viel unseriöser, will mir es auch gar nicht merken, will mir es schon gar nicht angucken, aber ein Buch gerne. Nochmal sagen, 17-Jährige aus Silicon Valley, und zwar 85% von denen. Womit werden wir bombardiert? Stirbt das Schulbuch, das digitale Klassenzimmer vermehrt sich, digital macht schlau, das Ende der Kreidezeit. Wissen Sie, das sind alles Luftnummern. Hier finden Sie keinerlei Daten. Hier schreibt irgendeine Journalie irgendeinen Blödsinn auf. An der Schule da gab es wieder mal iPads, die Schüler haben gelacht und alle haben sich gefreut. Das steht dann da drin. Weil es keine Daten gibt, die diese Meinung unterlegen würden, mit irgendwas. Das ist Lobbyismus pur. Und ich meine, wir wissen, die Raucherlobby hat in Deutschland zum Beispiel 140.000 Tote pro Jahr erzeugt, extra Tote, über 50 Jahre. Weil in den Zügen immer so Zeitungen lagen, die Wissenschaft hat wieder mal festgestellt, dass Rauchen gar nicht schädlich ist. Und wir wurden also ständig bombardiert mit Lobbyismus. Und die Politiker auch. Und bis was passiert ist, wie gesagt, von der Erkenntnis, Rauchen ist schädlich, es ist ein bisschen was passiert, weniger Werbung, irgendwann mal Rauchverbot in öffentlichen Gebäuden. 50 Jahre mal 140.000 Tote, 7 Millionen Tote, allein in Deutschland, durch Lobbyarbeit einer Lobby, die so klein ist mit Hut gegenüber der Digitallobby. Denn wir reden hier, Apple, Google, Microsoft, Amazon, Facebook, das sind die reichsten Firmen der Welt. Dagegen ist die Zigarettenlobby, die ist so groß, die Zigarettenlobby so klein. Und die bombardieren uns täglich mit, wie toll alles ist. Und genau deswegen sind wir dem ausgesetzt. Und sie hören immer, da kann man nichts machen, das passiert, da muss man mitmachen, sonst ist man von gestern. Oder die Kinder haben weniger Chancen. Ich habe Ihnen gerade klar gemacht, die Kinder haben definitiv weniger Chancen, wenn sie digitalisieren an Schulen. Und wenn sie denen ein Smartphone kaufen oder irgendwas anderes Digitales. Dann geht es mit deren Geist bergab und mit deren sozialen Fähigkeiten. Und ihr Blutdruck geht rauf und die Diabeteschance auch. Sie sterben also auch ein paar Jahre früher. Ja, warum denn selber denken, wenn man auslagern kann? Wissen Sie, das Verrückte ist, die Leute kommen mit sowas durch. Ach so, ah ja klar. Und man muss dabei wissen, Gehirne machen keine Downloads. Ja. Das ist eine wichtige Erkenntnis. Gehirne werden benutzt und dadurch ändern die sich. Und das nennen wir Lernen. Ich will Sie nochmal ganz klar machen. Schauen Sie mal. Das Ding hat hier eine CPU und hier eine Festplatte. Und die CPU verarbeitet Informationen und die Festplatte speichert sie. Und wenn die Festplatte 50% voll ist, passt noch 50% rein. Und wenn die 95% voll ist, passt noch 10% rein. 5%. Ich höre bald auf. Wie ist es bei Ihrem Hirn? Wir sind zwei 40-jährige Deutsche und der kann Deutsch und der kann Deutsch und 4 Fremdsprachen. Die lernen beide eine neue Fremdsprache. Wer kann das besser? Wer ist für den? Hand hoch. Wer ist für den? Hand hoch. Ja, klar. Neues Werkzeug. Der hat noch nie Werkzeug in der Hand gehabt. Der kennt schon gern, hat eine Werkstatt im Keller. Die kaufen beide ein neues Werkzeug. Wer lernt mit dem schneller umgehen? Ja, wieder der. Musikinstrument. Der hat noch nie eins gespielt. Der spielt schon 5. Die lernen beide Neues. Der ist besser. Wird langweilig. Warum? Es ist immer so. Je mehr einer schon kann, desto leichter lernt er weiter. Leute, die 50 Sprachen können, lernen die 51. in 6 bis 8 Wochen. Können gar keine 6 Jahre brauchen, wie wir für die Muttersprache brauchen. Da werden die ja schon 300. Geht nicht. Das ist auch gut untersucht, das wissen wir. Aber was folgt denn daraus? Das haben Sie sich vielleicht nie überlegt.
Das Ding hier ist bei 95% voll, noch mit 5% Kapazität. Das Ding hier hat die genau gegenteilige Eigenschaft. Und zwar deswegen, weil hier keine CPU ist und keine Festplatte, sondern nur 100 Milliarden Nervenzellen mit 1 Million Milliarden Verbindungen. Und die ändern sich bei der Benutzung. Und wenn ich meine Sprachzentren schon mit ganz vielen Sprachen benutzt habe, sind da ganz, ganz viele Verbindungen drin. Und dann haben die es ganz leicht, noch ein bisschen was zu ändern, um noch eine Sprache zu lernen, weil sie sind maximal auftrainiert. Das Ding hat die Eigenschaft, je mehr hier schon drin ist, desto mehr passt noch Wein. Ist Ihnen das klar? Wird Sie doch freuen, oder? Also schlechte Karten haben Sie, wenn Sie 20 sind, ist noch nichts drin, dann passt auch nichts mehr rein. Denn je mehr hier drin ist, desto, also lebenslanges Lernen, reden heute alle davon, das haben Sie mit 20, 25 abgehakt. Weil wenn Sie eine breite Bildung haben, Ihr Hirn auftrainiert ist, was ist dann? Dann können Sie natürlich weiterlernen. Weil Sie haben schon Grundlagen in allen möglichen Gebieten. Und diese Grundlagen sind wichtig. Schönstes Beispiel dafür, Morbus Google. Das ist nicht von mir. Das haben Ingenieure der Firma Microsoft im Jahr 2009 publiziert. Die haben mehrere tausend medizinbezogene Suchläufe in der weltgrößten Suchmaschine untersucht, statistisch aufgearbeitet. Und es kam raus, sie geben ein, Kopfschmerzen, sind in 0,1 Sekunden bei Hirntumor und bleiben für 90 Minuten bei Hirntumor und sind hinterher ziemlich frustriert. Denn sie haben erfahren, sie sterben bald und einen schlechten Tod und überhaupt. Nächsten Tag sucht man oft weiter, das haben die auch rausgefunden. Nicht selten gehen die Leute auch dann zum Arzt. Zweite Meinung, will wissen, was ist. Sie wissen ja auch, dass in vielen Arztpraxen schon so kleine Zettelchen hängen, wenn Sie mit einer Google-Suche kommen, bitte gehen Sie zu Yahoo, weil kein Arzt mit Ihnen eine Google-Suche debattiert, es macht einfach keinen Spaß. Ja? In Deutschland gibt es Publikationen, die zeigen, dass Morbus Google uns 1-2% Gesundheitskosten im Jahr kostet. Wenn man weiß, dass in Deutschland pro Tag 1 Milliarde Euro für Gesundheit ausgegeben werden, pro Tag, Sie haben mich richtig verstanden, dann sind das, naja, mal 365, 3,5-7 Milliarden, die wir im Jahr für Morbus Google ausgeben. Also für Medizinsuchläufe, die deswegen zum Scheitern verurteilt sind, weil medizinische Laien anfangen zu googeln. Abhilfe? Total simpel. Wenn Sie im Bereich der Medizin googeln, hilft es, wenn Sie vorher Medizin studiert haben. Dann können Sie nämlich die Spreu vom Weizen trennen. Und was einfach nicht geht, ist so eine allgemeine Fähigkeit zu haben, Wahrheit von Falschheit zu unterscheiden. Die gibt es nicht und die kann es auch nicht geben. Weil was es gibt, ist Vorwissen und je mehr Vorwissen Sie haben, desto leichter können Sie Wahrheit von Falschheit unterscheiden. Aber eine allgemeine Fähigkeit, das zu können, nennen Sie die Medienkompetenz oder Internetführerschein. Es wird ja immer so getan, als gäbe es die. Die kann es nicht geben. Das nennt man eben bei hermeneutischer Zirkel, das ist 170 Jahre alt. Das ist alles gut untersucht und die Neurowissenschaft zeigt es auch noch. Die brauche ich aber gar nicht. Wenn ich ein bisschen Bildung habe, weiß ich, je mehr einer kann, desto leichter lernt er auf dem Gebiet. Und wenn Sie dazu noch einen Datensatz wollen, Science 2017, das sind 1,8 Millionen Massive Open Online Kurse und die wiederum wurden aufgeteilt. Jeder Punkt ist nicht ein Mensch, sondern ein Land. Und die Länder wurden nach dem Entwicklungsindex aufgeteilt, nach dem Motto weniger Bildung, weil unterentwickeltes Land, entwickeltes Land, mehr Bildung. Und hier Bestehensrate. Das Erste, was Ihnen auffallen muss, die Bestehensrate von E-Learning ist abgrundtief schlecht. Es kommen 2-8% der Leute durch und bestehen den Kurs. 2-8%. Die Rest, 92-98%, schaffen es nicht. Schauen Sie, wenn ich als Chirurg eine neue Operationsmethode entwickle und es sterben 92-98%, werde ich nicht berühmt oder ganz negativ berühmt. Und die pädagogische Community sagt heute noch, hey, E-Learning ist toll, das machen wir jetzt mehr. Mit einer Durchkommensrate von 2-8%, im guten Fall 8%. Es ist unterirdisch schlecht, was da rumkommt. Aber was eben auch rumkommt, ist, je weniger Sie vorher wissen, desto schlechter haben Sie Chancen, da durchzukommen. Wenn Sie also aus einem gebildeten Land sind, haben Sie immerhin 8% Chance. Schüler sind definitionsgemäß ungebildet, weswegen für die E-Learning einfach nicht in Frage kommt. So ab 35 mit einem klaren Ziel und einem klaren begrenzten Aufgabe, um jetzt mal die Außendienstmitarbeiter bei einem Modellwechsel zu informieren. Das geht auch per E-Learning. Alle hochmotiviert, alle wissen schon viel. Schülern was Neues beibringen, selbst organisiert, Sie hatten sie heute Vormittag, völliger Unsinn.
Digitale Demenz, nur ganz kurz, bin ja gleich fertig. Das hier ist was ganz Banales, nämlich Ihr Gehirn wird besser im Laufe Ihres Lebens, weil Sie was lernen. Und es ist eben nicht, wie der Computer hier, dessen gelbe Kennlinie wäre völlig horizontal, weil das Ding heute genauso gut ist wie vor 10 Jahren, als ich es gekauft habe. Ist tatsächlich schon 10 Jahre alt. Ja. Aber mein Hirn ist heute besser als bei meiner Geburt. Warum? Hab viel dazugelernt. Laufen, sprechen, alles Mögliche. Und das soll die gelbe Kurve andeuten. So, und jetzt wissen wir eins. Irgendwann mal gibt es viele Krankheiten, eine davon heißt schlichtweg nur Altern. Es gibt aber auch welche, die haben andere Namen, die zum Beispiel Morbus Alzheimer, Multi-Infarkt-Geschehen und so weiter. Und die machen Nervenzellen kaputt, in großem Stil, weswegen die Hirnleistung abnimmt. Dazu muss man wissen, erstens, die Korrelation zwischen kaputtem Hirn und Hirnleistung ist gering. 0,2 etwa. Mehr nicht. Zweitens, und das muss ich eigentlich einem Bergvolk, wie es die Österreicher sind, wirklich nicht erklären, für jeden Abstieg gilt, je höher Sie anfangen, desto länger dauert es, bis Sie unten sind. Wenn Sie also Ihr Hirn in Kindheit und Jugend richtig hoch gebildet haben und Sie kriegen eine Demenz, also Alzheimer, dann nimmt die Hirnleistung ab? Ja, schon. Aber wenn Sie von ganz oben kommen, kriegen Sie Ihre Demenz so mit 150. Und da sind Sie halt schon vorher gestorben. Das heißt, Sie kriegen sie nicht. Ja, Sie lachen. Was ist denn in allen Lehrbüchern der Neurologie steht das drin? Der beste Schutzfaktor vor der Entwicklung einer Demenz im Alter. Brokkoli essen? Nein. Heidelbeeren essen? Auch nicht. Joggen, Radfahren, Tanzen? Auch nicht. Ihre in Kindheit und Jugend erreichte Schulbildung, das ist der beste Schutzfaktor, und zwar mit Abstand. Also genauso, wie ich es gesagt habe, je höher Sie gekommen sind, desto länger dauert es, bis Sie wieder unten sind. Es ist ganz simpel und ganz einfach. Und um noch mal was zu sagen, wir kennen Fälle, mit 101 gestorben, keine Demenz gehabt, im Test mit 0,5 Jahren, also kurz vorher getestet, wirklich null Demenz in den Tests, die wir in der Klinik auch machen. Nach dem Tod Hirn aufgearbeitet, Hirn voller Alzheimer. Publiziert, das gibt's. Sie können Hirn haben voller Alzheimer und keine Demenz. Umgekehrt, der Morbus Alzheimer, der fängt irgendwann an. Seit den beiden Weltkriegen wissen wir, dass sie 20 sein können und schon jede Menge Alzheimer im Kopf haben können. Weil nach den Weltkriegen gibt es immer viele tote junge Männer und da hat man mindestens ein paar eben mal in die Pathologie getan, Hirn angeguckt und mit Schrecken gefunden, hey, der hatte ja schon Alzheimer, hat aber keine Demenz. Gibt's alles. Der jüngste Patient, nach dessen Tod in dessen Kopfgehirn Alzheimer gefunden wurde, war wie alt? 6. Ja, Sie haben richtig gehört. Sie können 6 Jahre alt sein und schon Alzheimer haben. Alzheimer ist keine Erkrankung des Alters, eine Erkrankung, die irgendwann im Lauf Ihres Lebens anfängt und dann mehr oder weniger stark verläuft. Also wenn Sie da so kriegen, haben Sie gute Karten, Sie können früh stark anfangen, schlechte Karten. Also Sie können Professor sein und mit 80 an Alzheimer-Demenz sterben. Ja, die Fälle gibt's. Walter Jens in Tübingen, großer bekannter Professor, mit 80 an Alzheimer gestorben. Gibt's. Aber bei den meisten geht es halt irgendwann im Leben los und geht so langsam los. Und wenn Sie dann gebildet sind, haben Sie gute Karten, dass Sie es gar nicht merken und die anderen auch nicht. Und dass Sie mit 101 ein Hirn voller Alzheimer haben und sterben und keine Demenz hatten. Jetzt habe ich nur eine Minute für die Gesellschaft. Das lasse ich einfach sein, ich sage es Ihnen nur. Twitter, das Geschäftsmodell von Twitter sorgt dafür, dass sich die Falschheit schneller um den Globus ausbreitet als die Wahrheit. Das liegt einfach am Geschäftsmodell. Es ist ein Turbo für Gerüchte. YouTube, das ist die verrückteste Story, die kennen Sie vielleicht noch nicht, hat das Fernsehen als Leitmedium für Bewegtbilder abgelöst und die Welt schaut 1 Milliarde Stunden am Tag YouTube. Im Unterschied zum Fernsehen wird 80% dessen, was auf YouTube geguckt wird, vom YouTube Recommendation Algorithm vorgeschlagen. Die meisten Leute gucken also und die Videos sind meist nicht so lang und dann kommt das nächste Video. YouTube gehört Google, Google lebt von Werbeeinnahmen. Und deswegen wollen die, dass sie so lange wie möglich vom Bildschirm kleben bleiben, denn jede Minute am Bildschirm klingelt bei Google die Kasse. Wie kriegen sie es hin, dass die Leute vor dem Bildschirm bleiben? Das haben die Google-Leute lange erforscht, die YouTube-Leute, dann die Google-Leute und das ist mittlerweile klar und die machen das auch so. Sie zeigen als nächstes Video eins, was ein Tick radikaler ist als das, was sie vorher gesehen haben.
Also wenn Sie vegetarisches Essen googeln, sind Sie 5 Videos weiter, die automatisch vorgeschlagen werden bei veganen Essen. Wenn Sie bei Joggen anfangen zu googeln, sind Sie 10 Videos weiter bei Ultramarathon. Wenn Sie bei Bill Clinton anfangen, sind Sie bei Karl Marx. Und wenn Sie bei George W. Bush antworten, sind Sie beim Ku Klux Klan. Also es wird immer radikaler. Das ist so. Also die Geschichte erschien in der New York Times vor etwa einem Jahr. Was folgt? Dass die Weltbevölkerung 800 Millionen Stunden Video täglich guckt, die definitionsgemäß radikaler sind, als die Weltbevölkerung radikal ist. Nochmal, das ist Teil des Geschäftsmodells von YouTube und damit von Google. 800 Millionen Stunden Radikalisierung über die Hirne der Weltbevölkerung pro Tag kann eines nicht haben, keine Auswirkungen. Ja? Neuroplastizität, Synapsen ändern sich wenn, und so weiter und so weiter. Was heißt denn das? Ja, wir radikalisieren gerade den Globus als Geschäftsmodell der drittreichsten Firma der Welt. Das gibt einem zu denken. Gibt noch mehr, was einem zu denken gibt. Ich hoffe, Sie nehmen mir ab, es gibt hier Probleme, und zwar im Bereich Gesundheit, im Bereich Bildung und auch im Bereich der Gesellschaft. Cambridge Analytica-Skandal, das Ganze ist demokratiefeindlich erster Güte. Ja. Und das wollen wir nicht. Und wir wollen, dass die Digitalisierung uns gut tut und nicht 5 Milliardäre noch reicher macht. Das kann sich jeder selbst überlegen, dass das keine gute Idee ist. Und es kann nicht sein, dass wir die nächste Generation, das ist das Wichtigste, was wir haben, dem Profitstreben, nochmal, der reichsten Firmen der Welt, die noch mehr Profit machen wollen, einfach so kampflos überlassen und unsere Politiker da noch mitmachen. Das ist völlig unverantwortlich. Tun Sie mir einen Gefallen, sagen Sie es weiter, dann ändert sich vielleicht was. Vielen Dank. Applaus